Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sonic Generation. In der letzten Folge haben wir die erste Stage abgeschlossen, die zweite und die dritte mit dem Classic Sonic. Und diese werden wir jetzt aber auch mit dem modernen Sonic abschließen. Und die habe ich nicht ganz so geil in Erinnerung wie die mit dem Classic Sonic. Mit dem Classic Sonic ist die ja schon ein bisschen, ja, sehr geil. Mit dem modernen Sonic weiß ich das gar nicht mehr. Ja, ich nehme dieses Video, keine Ahnung, 4 Stunden nach dem ersten Part auf. Also, dementsprechend ist der erste Part noch nicht online. Und ich weiß nicht, wie das Projekt bei euch ankommt. Aber im nächsten Part werde ich es wohl wissen. Und ich hoffe gut. Ja, Freestyle-Tricks. Ja, Freestyle-Tricks dürfte euch schon aufgefallen sein. Immer wenn man durch den Ring springt, kann man so ein bisschen umherwackeln und rumherzappeln. So wie ich, wenn ich morgens aufstehe. Nein, ja. Okay. Hui. Wir haben Checkpoint verpasst, ich weiß. Aber wir haben ihn gar nicht nötig. Wow, wow. Aber doch, mit dem modernen Sonic ist die Stage eigentlich auch ganz cool. Boots, Boots. Oh, ein Ring, perfekt. So, und jetzt haben wir einen Checkpoint. Boah, das sieht ordentlich geil aus. Okay, oh. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, gut. So, so. Boots. Nein. Oh Gott, ich dachte schon, nein. Ich bin ein Dulli. Okay, so, hier hoch. Okay. Hui. Ja, doch, mit dem modernen Sonic ist das auch mega geil, die Stage. Also die Stage... Okay, die Stage ist bisher bei weitem die beste. Ich weiß auch gar nicht, ich würde jetzt nicht behaupten... Hä? Hallo? Ja, okay, mach halt nichts. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie die beste im ganzen Spiel ist. Auf gar keinen Fall. Da gibt's noch 3 andere richtig, richtig coole. Vor allem die letzten am Ende, die sind am besten. Aber ich möchte noch nicht zu viel sagen. Ich möchte in diesem Part übrigens vielleicht sogar schon den Boss besiegen. Das wäre geil. Den ersten. Dann können wir auf jeden Fall von uns behaupten, dass wir gut vorankommen. Okay. Yeah! Na, da war noch was. Da hätte man rund wegspringen können. Schade, da wäre bestimmt was Cooles gewesen. Ist da ein Ring? Kann sich leider da nicht hingucken. Also ich kann da jetzt nicht hingucken. Also die Kamera da... Die Kamera dahin drehen oder so. Egal. Damit müssen wir dann leben. So, putz, 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 putz. Und Leute, ich möchte mal bitte ein Lob bekommen. Ich meine, ich habe es bisher geschafft, jeden Tag ein Video hochzuladen. Es ist sehr, sehr anstrengend, aber es macht Spaß. Die Belohnung ist dafür nicht doll. Aber es macht richtig, richtig Bock. Ich bin aber auch gerade so ein bisschen im Vorproduzierungsmodus, muss ich dazu sagen. Nein! Oh, du Assi. Ja, und jetzt? Oh, schade, ich hätte schneller als er sein müssen. Da ist bestimmt was gewesen. Ich bin gerade im Vorproduzierungsmodus, also... Ich habe jetzt gerade nochmal eine Folge Zelda aufgenommen. Und Minecraft Y habe ich auch nochmal eine Folge übrig. Ne, 2 Folgen. Und die eine kommt morgen. Bei euch ist sie aber auch schon online. Ja. Oh, sieht ganz gut aus. Wow. Ja, auch ähnlich wie das Ende von dem Classic Sonic. Ja, das Level hat mir gefallen. Das war auch richtig, richtig cool. Kann man nicht anders sagen. Und weil wir auch cool sind, haben wir natürlich den S-Rang. Cool. Danke für die Hilfe, war ja nicht notwendig. Aber gut, dass ich Sky Sanctuary wieder habe. Hm.
Was ist das für ein Ort? So weiß und gruselig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und jetzt kommt einer der geilsten Dinge in diesem Spiel. Und zwar die Nebenmission. So nenne ich sie. Und zwar, seht ihr ja, wir... Hier ist der Boss. Aber den können, da können wir noch nicht rein. Da kommen wir nämlich erst rein, wenn wir den Chaos Emerald haben. Und 3 Schlüssel. Und diese gibt es bei der Mission. Und den Chaos Emerald, den kriegt man von einem Boss. Und der erste Schlüssel ist hier. Und dafür muss man halt verschiedene Missionen machen. Das ist echt, echt geil. Knuckles, Schatzsuche. Lass Knuckles mit Y nach Schatzmünzen graben. Sammle die nötige Anzahl und erreiche das Ziel. Das ist echt cool. Und jetzt mal die Frage an euch. Man muss, naja, nicht, um das Spiel an sich durchzuspielen, muss man nicht alle Missionen zu spielen. Aber soll ich trotzdem alle Missionen spielen? Was war das denn? Soll ich trotzdem alle Missionen spielen? Also sie mal zeigen. Das kann ich ja so förmlich als Bonus-Let's Play hinpacken, wenn Sonic Generations, also das Haupt-Let's Play förmlich zu Ende ist. Boah, gar nicht so leicht, Alter. Wir sind fast gerade fast abgekratzt. Krass. Und das meine ich halt. Also das Spiel ist wirklich abwechslungsreich, daher. Ist eigentlich ganz cool. Na, 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 na. Oben rechts seht ihr übrigens auch die Zeit, die wir brauchen, um einen S-Rang zu bekommen. 2 Minuten 40 und es steht gar nicht so schlecht, dass wir diesen bekommen. Ja, ich möchte möglichst versuchen, immer einen S-Rang zu bekommen. Ich wollte gerade fragen, Alter, wo muss ich denn jetzt hin? Okay. Oh. Ihr Assis. Okay, Knuckles. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay. Oh, hier sind aber noch viele Orte. So, grab du schon mal. Hier sieht man kurz die Assis, ja. Man sieht's. Komm, gib mir einen Ring, gib mir einen Ring, gib mir einen Ring! Wo sind die Münzen? Er hat doch gerade gegraben. Muss man die so schnell finden? Da ist ja nur eine immer, boah, lame. Ja, ich glaube, mit den S-Rang können wir dann jetzt vergessen, weil wir haben das gerade ordentlich verschissen. So, hier nochmal eine. Wir brauchen noch 10. Wir haben noch 40 Sekunden Zeit. Nein. Junge, du sollst hier graben. Nee, doch. Okay, gut. Schnell, 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 schnell. 5 noch. Was? Da war ich doch gerade. Willst du mich verarschen? Da gehe ich nicht hin. Hier war doch auch noch gerade was. Da. Ja. Ach, Zeit! Ja, geil! Das ist natürlich genauso cool. Komm, 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 komm. Eine, nee, 2 Münzen noch. In guten 20 Sekunden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Geschafft. Geschafft. Was? Muss ich noch ein Ziel erreichen? Boah, das ist nicht dein Ernst. Was? Das hättet ihr mir auch früher sagen können. Ja, toll. Oh, ich dachte, ich muss nur die Münzen kriegen. Am wenigsten A-Rang, ja. Och Mann, ja toll. Erneut versuchen, nein. Oh, schade. Schade, schade, schade. Eine Bonusglocke. Ah, ein Lied, ein Lied, ein Lied. Gib mir das Lied. Geht denn das hin, ey? Okay, es hat mal eine Runde gedreht. Ah, jetzt, okay. Haben es bekommen und... einen Schlüssel. Einen Boss-Tor-Schlüssel. So nennen sich die... Okay, nächste Mission. Amy, zusammenspringen, was zusammenspringen? Rufe Amy mit Y, um das Ziel mit einem super hohen Sprung in der Zeit zu erreichen. Okay. Mit meinem Pico Pico Hammer helfe ich dir höher zu springen. Ruf mich mit Y. Kann ich die Y-Taste? Springe und drücke die Y-Taste bei
Ja, verdammt. Ist aber gar nicht so leicht. Okay. Ja, das ist auch cool. Okay, da sind wir zurück. Kurzer Schnitt. Okay. Gut. So, Butz, Butz. Komm her. Ja, die Mission ist auch cool. Die Ideen sind halt auch geil in die Mission. Ich weiß, eine Mission, an der kann ich mich noch haargenau erinnern, weil die so fies ist. Oh, da habe ich damals so lange dran gesessen. Okay. So. Soll ich hier auch Amy rufen? Nein, soll ich nicht. Doch, soll ich, meine ich. So. Okay. So, dadurch. 1,40, ja, okay, das schaffen wir nicht mehr, egal. Wenigstens den A-Rang! Also das ist... Das muss sein. Der A-Rang, der muss immer sein. Wenn wir den nicht bekommen, dann bin ich traurig. Okay, perfekt. Nein! Okay. Boah, hier muss das Timing ja richtig krass stimmen. Ja, macht schnell. Okay, perfekt. Und... Warte. Oh Gott. Alter, war das fies. Da haben wir den nächsten Key. Und auch die nächste Glocke. Oh. Okay. Das nächste Lied. Oh, und da ist auch gleich Metal Sonic zum Kampf. Und hier kriegt man halt den Chaos Emerald. Bei einem kleinen Zwischenkampf. Und den werden wir jetzt machen. Tritt mir gegenüber, wenn du den Chaos Emerald haben willst. Chaos Emerald haben willst. Sehr gerne. Gerne. Sehr gerne. Sehr gerne, Metal Sonic. Okay. Ich bin bereit! Putz! Naja, diese Zwischenkämpfe, die sind einer der coolsten. Und auch hier ist das der Fall, vor allem, wenn man mit Classic Sonic kämpft. Wow, aufpassen, 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 aufpassen. Ah, nein, 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 nein. Bam! Ich finde, das sieht auch so cool aus, wie der Classic Sonic läuft. Okay. Schnell, 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 schnell. Oh, war das knapp. Okay, wir haben nur 3 Ringe. Bam. Ja, ja, der Kampf ist gar nicht so leicht. Aber dafür ist er episch. Oh, Sonic! Renn, 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 der kriegt dich nicht, der kriegt dich nicht. Okay, gut. Wow! Bam! Boots! Und da haben wir Metal Sonic gekillt. Also ich muss echt sagen, die Grafik ist echt, ja, ziemlich geil. Und da haben wir den Chaos Emerald. Jetzt fehlt uns nur noch ein Schlüssel und dann können wir zum ersten richtigen Boss. Wer das ist, werden wir vielleicht noch in diesem Part erfahren. Wäre geil. Okay, hier ist der nicht. Wie schon gesagt, mal gucken, vielleicht machen wir die Mission mal. Na 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 na
Ah, hier ist der Schlüssel. Doppelgängerin, tritt gegen Sonics Doppelgänger an und erreiche das Ziel vor ihm. Okay. Sogar ein Level mit Classic Sonic, den ich ja eh mehr mag, wie ihr wisst. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wen ihr cooler findet. Also ich finde auch, der Classic Sonic sieht viel, viel geiler aus als der moderne. Ich habe keine Ahnung warum. Ich finde den viel schicker. Ich finde den viel hübscher. Nicht nur vom Grafischen, so an sich halt. Ich weiß nicht, ich find's cool, wie er läuft. Das sieht geil aus. Und ja, an sich. Ist halt so ein kleiner, knuffiger Drogenigel. Den hat doch jeder gern. Okay. Wir müssen schnell machen. Wir müssen nämlich das Ziel von unseren Doppelgänger erreichen. Jetzt heißt es wirklich durchrennen. Da. 1,20 und das ist ein S. Das kriegen wir auch hin. Oder? Oh Gott, nur noch 10 Sekunden. Das wird sehr knapp, wenn wir das schaffen sollten. Ich glaube aber nicht. Nee, 8 Sekunden noch. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Alter, wir haben uns doch gut angestellt, oder nicht? Also wir sind jetzt nirgends doll hängen geblieben. Was? 1,30 und ein A? Wir kriegen ja nicht mal ein A. Oder? Nee. Was? Haben wir so schlecht gespielt? Schade. Egal. Dafür haben wir den letzten Key. Und ja. Und ein weiteres Lied. Die werde ich sogar in einen extra Part alle mal abspielen. Nur zur Vollständigkeit. Das Boss-Tor ist jetzt offen. Gehe durch, um dich dem Boss zu stellen. Das werden wir auch machen. Und der Boss ist sehr, sehr geil, denn dieser, den kann man auch nur mit dem Classic Sonic bekämpfen. Und das feiere ich. Sieh dich genau an, Sonic! Dr. Eggman! Das ist das Letzte, was du siehst, ehe ich deine Augen für immer schließe! Noch ein Sonic? Was? Moment mal! Das merkst du ja früh. Okay. Erster Boss. Death Egg Robot. Okay. Okay. Na los. Wow. Okay. In dein Arsch! Yeah! Na? Okay. Verkackt. Okay, spring. Bam! Du hast nicht sonderlich viel zu bieten, mein Guter. Auf mich zu zerstampfen. Meine Ringe. Ja, jetzt geht der Bosskampf erst richtig los. Er greift dich mit seinen Armen an. Du musst etwas tun, um ihn
Warum sind die Dinger nicht da? Ich verstehe das gerade nicht. Ah, genau. Ich muss erst den Knopf drücken. Genau. Und jetzt komm. Bam. Nein, ich bin daneben gesprungen. Ich Dulli. Oh, ich Loser. Ja, ich weiß. Komm. Mach. Bam. Und jetzt immer noch nicht. Verdammt. Ich kann gar nichts. Alter, wir haben fast alle Bomben ausgelöst hier. Jetzt aber, komm. Der Kampf ist eigentlich nicht schwer, ganz im Gegenteil. Der ist eigentlich relativ leicht und endlich. Wir haben es geschafft. Bam! Das war's natürlich noch nicht. Der Gute hat noch was zu bieten. Ja, die Idee von dem Bosskampf ist ganz cool, aber der ist halt ein bisschen zu leicht. Bam! Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir der Kampf gegen Metal Sonic tatsächlich mehr gefallen hat. Und wir haben nun A. Toll. Geh sterben, Bruder. Unfassbar, es gibt mich zweimal. Ich glaube, ich kann das erklären. Ja, ich auch. Natürlich. Zwei von uns? Orte und Feinde aus unserer Vergangenheit? Wir reisen durch Raum und Zeit! Wie ist das passiert? Das hängt vermutlich mit diesem riesigen Ding zusammen, das Eggman entführt hat. Das klingt wie dasselbe Ding, das eure Freunde entführt hat. Ich meine unsere Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen das Ding finden, und zwar schnell. Viele coole neue Level. Du kannst nun das nächste Gebiet betreten und erforschen. Das werden wir auch machen. Du hast ein Chaos Emerald. Ja, das werden wir machen, aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da und bis zum nächsten Part von Sonic Generation. Ciao.